Jo Leute, heute gibt's einen Test von der Fire Rainbow. Im Aldi gekauft aus der Ökoline. Eine Premium-Fontänenbatterie. Ist ein schöner Fächer, soll leise sein, nicht laut, aber sehr bunt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob das Ding was taugt. 10 Euro hat es gekostet. 10 Euro ist auch schon einiges. Da erwarte ich eigentlich schon einen ordentlich schönen Effekt. Mal gucken, ob es einfach nur ein Aufschlag für diese Ökoline ist. Ob diese Ökoline jetzt so, die wurde auf jeden Fall gut gekauft. Der Aldi war natürlich auch leer. Die haben alles leer gekauft. Kann natürlich auch daran liegen, dass die letzten 2 Jahre kein Feuerwerk im Discounter gab. Aber ja, bestimmt wird es jetzt die nächsten Jahre so eine Ökoline geben und immer wieder neue Sachen. Das Design ist ja eigentlich ganz nett, ist mal ein bisschen grün gehalten, ist auch mal ganz schön. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir testen sie einfach mal. Und ja, let's go. Die Fire Rainbow. Jo, jetzt der Fire Rainbow 10 Euro Fontänenfächer. Ich bin mal gespannt, auch wieder hier diese Ökoline, anscheinend auch mit nur leisen Effekten, keinen lautstarken Effekten. Ich bin gespannt, was Nico da rausholt und ob das Ding 10 Euro wert ist. Ich würde einfach mal sagen, Feuer an. Ja, der geht mit einer kleinen Goldfontäne. Ui. Dieser Pokatregen, ja, sehr schön. Leider ein bisschen windig, aber. Auf jeden Fall toll. Also war jetzt relativ kurz, aber dennoch wirklich ein schöner Verbund, schöne Effekte. Auf jeden Fall mal was, wenn man es leise haben will, eine Kaufempfehlung. Ansonsten gibt es auch ein paar kräftige Verbünde. Aber schlecht war er auf jeden Fall nicht vom Effekt her. Bis zum nächsten Video und ciao.